Hallo und willkommen zurück zu Raleigh's Banished. Wir sind gerade in einem ziemlich engen Spot, wenn man so will. Also, wir sind dabei, dass wir unsere Hühnchen... Wow, die da drüben haben sich mehr vermehrt wie die da. Wir sind gerade in einem ziemlich engen Spot. Also, wir haben ein paar Problemchen, wenn man so will, also mit unserer Essensversorgung. Das da ist zwar viel, aber nicht ausreichend. Das da ist zwar auch ein bisschen was, aber auch nicht ausreichend. Und jetzt haben wir da nochmal einen Fleck hergebaut. Einfach nur, damit wir uns das da und das da leisten können. Plus das da herunten eigentlich auch noch. Also, wir haben da so viele Häuser gebaut, das war vielleicht nicht die beste Idee. Aber es war eine Idee. Und jetzt haben wir einen Trader da. Hast du vielleicht Essen? Na, Smith. Und wir haben jetzt auch so viel Arbeit aufgegeben an alles. Da herüben die erste Pasture ist fertig, die zweite muss noch freikramp werden und Holz einekramp. Das sollte aber auch recht schnell gehen, würde ich mal behaupten. Und da heroben muss noch aufkramp werden. Also, die Häuser da werden dann auch mit der Zeit fertig. Da fällt überall gerade noch ein bisschen was an Stein. Da fällt noch komplett Stein. Moment, jetzt muss ich da mal Cancel Removal tun, weil ich glaube, da unten haben wir irgendwo... Ja, du bist eh der letzte Removal-Auftrag, okay. Da haben wir auch noch. Na, passt. Wo es noch interessant war, war er da. Ah, da haben wir noch einen fetten Removal-Auftrag. Den tun wir mal weg. Dass die Leute da nicht so viel einatun oder nicht so viel einlaufen. Okay, ich habe viel zu wenig Sachen für den Spätherbst. Für den Spätherbst ist es gerade ein bisschen zart worden. Und ich glaube, überall, wo ich jetzt noch Zeug stehen habe, sollte ein Orchard draus machen. Weil beim Orchard wird es nicht hin im Spätherbst. Das kann man alles nur einholen. Da ist alles weg. Okay, passt. Das heißt, den Winter fängt die Umstrukturierung an. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 6 werden alle zu Orchards, die jetzt alle aufgebaut werden. Und ja, ich weiß, jetzt sind gerade alle arbeitslos, aber das ist mir dann gerade wurscht. Warum geht sich das nicht aus mit 15? Hat er echt gerade um 1 kleiner gemacht? Nee. Dann mache ich das Ganze da so. Und tue die Straße da removen. Remove Roads. Mach die Straße 1 daneben. Und lass da wieder ein volles 15er Feld. Ah ja, und der dann natürlich. Ich fange jetzt von unten an. Also Chestnut, Pear, Peach. Da oben können wir die nächsten beiden Orchards rein. Fangen wir gerade Peach, dann nehmen wir Pecan. Da nehmen wir Cherry. Da unten, die haben wir schon. Da können wir jetzt die zweite Variante bauen, weil sie die Straßen da weggetan haben. So, tut das eine Stück Straße weg, bitte. Danke. Was haben wir gehabt? Cherry, dann nehmen wir jetzt Plum, Walnut und Apple für die nächsten Baden. Ich kann auch da herum mal schauen. Natürlich habe ich jetzt ein paar Farmer zu viel. 8 Stück, weil... Überall brauche ich ein weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sollten aber leider 6 sein. Habe jetzt irgendwo noch was vergessen? Wieder aufzubauen? Das wäre natürlich sehr uncool. Ja,
ich gehe jetzt da aber meine Holzsachen da ein bisschen minimieren. Also die brauchen jetzt nicht mehr so viele große Flächen. Da daneben kann ich nämlich nur einen Orchard herbauen. Da nochmal an. Und die Klappe da daneben baue ich einfach nochmal an her. So, dann haben wir da nochmal was zum Essen. Oh, ich muss das Limit aufhören für meine Werkzeuge. Das ist etwas, was ich eigentlich sehr gern sehe. Nur ich glaube 500 Tools. Okay, na theoretisch sollte es auf 1000 aufhören. Ja, du hast jetzt eh auch genug. Passt. Ich werde so verhungern jetzt in der nächsten Zeit. Ich glaube, da kann ich mir noch antun, Orchards einzubauen. An da noch. Und an hätte ich jetzt da noch so einer gezogen. Genau, eins zu weit oben angefangen. Da noch an. Da kann ich noch mehr daneben herbauen. So, da haben wir noch einen. Überall hört man jetzt natürlich Baumfälle, also Bäume fallen, sagen wir so. Dann nehmen wir Walnut. Bei dir tut es die letzten 6 Sachen aus, dann kann ich da noch was aufbauen. Die Roads kann ich da gerne bauen. So, da kriegen wir ein paar Äpfel. Dann machen wir noch Dirt Road nach oben, bis daher. Das ziehen wir hinten ein bisschen weiter. So. Du bist eh schon an der Dirt Road, da haben wir jetzt keinen Platz gelassen, aber da unten haben wir noch Platz dafür. Da, das geht sich gerade nicht gescheit aus. Ja, dann machen wir die halt von da oben her, ist ja wurscht. Da, so. Wenn jetzt irgendein Händler kommt, der Essen hat, ich sollte da jetzt sagen, bitte tu einfach, keine Ahnung, 2000 Holz da einer. Und dann sagen wir auch noch 500 Firewood. Wo will Firewood? Firewood, 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 Firewood. Ich seh's nicht. Na, die kann ich dismissen. Ich brauche kein Livestock. Da haben wir Firewood. Da haben wir auch noch 500, da einer. Nein, nicht 5000, 500. Damit der Vendor wieder Sinn hat und dann kann er einfach, dann können wir vielleicht noch Essen kaufen und unsere Leute dadurch retten. Weil ich habe das mit dem Essen total verpennt, da weiter drauf zu schauen. Ich habe gewusst, dass ich jetzt an einer Schwelle bin, wo ich aufpassen muss, aber. Ja, es hat gebraucht. Das ist wahrscheinlich durch das immer wieder Pause haben im Spiel, dass man sowas nachher einfach vergisst. Da bauen wir noch einen Orchard einer. Ja, passt. Jetzt haben wir dann alle Holzfäller ein bisschen beschnitten, wenn man so will. Tun wir da nochmal 5 aus, dass wir mehr Laborer haben, dass jetzt das ganze Holz da überall besser wegkommt. Bei dir braucht man Holz drin. Bitte trag da wer das Holz rein. Ich mach das jetzt noch ein bisschen speediger. Da, wie gesagt, kämen dann Schafe einer.
Da haben wir eh schon wieder mehr als genug. Ah, ich habe jetzt aber natürlich noch Arno vergessen, die Ding da hochzutragen. Die Herdsman. Da kehren natürlich zwei mehr. Und da kehren gleich nochmal zwei mehr, weil wenn das Holz da eine kimmt, dann ist die Pasture sofort aufgebaut. The Reserve of Food is low. Ja, das sagst du mir sehr spät, für das, dass wir jetzt bei 4000 sein und die das in einem Monat verfressen kann. Okay, da oben sind alle Orchards am Wachsen. Okay, passt. Die sind da am Highspeed hochbauen. So, gehen wir auf 5-fach Speed. Ich hab nur 1600 Essen. Das geht sich einfach nicht aus. Egal was ich mache, das geht sich nicht aus. Ich bin aber fast auf 400 Leute oben. Also ich will es nicht genau ausrechnen, aber ich glaube, ich bin irgendwo bei den 400 Leute. So, da sagen wir Schafe. Bei den Schafe, da sagen wir Split. Und dann brauchen wir noch zwei Herdsmen. Und das mit die Farmer geht sich jetzt dann dementsprechend aus, hoffe ich. Weil die brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. Die müssen nur schön behandelt werden. Das heißt, im Grunde kann er die da auch ein paar ausbessern. Aber mir gefällt da einfach das Muster, was ich gemacht habe mit den Diagonalen drinnen, dass man... Das da lasse ich ja so, weil irgendwo sollen sie ja die Abwechslung auch noch haben mit Potato, Bohnen und Co. Ich muss dann auch schauen, ob ich vielleicht irgendwo jetzt... Da wird sicherlich was ausgetan, was ich nur einmal gehabt habe. Das muss ich da jetzt mal schauen. Dann. Ja, das kann ich da hinten dann vergleichen, was noch fehlt. Oh, irgendwo habe ich wieder Essen einer krieg. Ah, es ist Early Autumn. Wow. Ich bin gerade noch übers Jahr drüber gekommen. Ohne dass wir Leute verhungern. Ich baue jetzt auch noch ein, zwei Fischerhütten. Oder einen Jäger? Weil für einen Sammler habe ich keinen Platz mehr. Oder nicht mehr so wirklich viel Platz. Obwohl, ich glaube, ich mache das da. Und da Gatherers hat einer. Und wo kann er die nur Gatherers hat machen? Weil der Gatherers hat bringt Medizin und Zeug. Und wow, ich habe genug Textilien gestort und ich brauche nur einen Schneider, weil ich das auch gerade dabei bin. Textilien, da haben wir einen Taylor. Was kannst du mir verkaufen? Jawohl. Du bleibst jetzt mal kurz da. Und du kriegst jetzt mal zwei, drei Leute dazu. Oh. Ich muss das Window jetzt offen lassen. Und ich tue jetzt da so, da einmal auf 10-fach Speed bitte. Weil ich will dann jetzt im Grunde so viel Essen abkaufen, wie ich kann. Derzeit kann ich ihm 2000 Essen abkaufen, was die 2000 Onions da warten. Aber ich glaube, ich werde ihm eher Chestnuts und Cherries abkaufen, weil das gibt einfach mehr Sinn. Nur wenn er beim Feuerholz ist und die 500 eine haut, dann kann ich ihm wirklich da Pflaumen, Cherries und Chestnuts holen. Und das war's dann. Er hat sogar ein paar Warm Coats dabei. Pumpkins. 2000 Pumpkins würden es leid so zacksatt machen. Irgendwo habe ich ein Feuer. Ich tue da mal 1110 eine. Und von dir hätte ich da dann gern bitte
da 2000 Chestnuts. Und was haben wir noch? 220 Cherries. Tun wir den Trade einmal machen. In der Zwischenzeit habe ich wieder 35 Logs reingekriegt. Dann gib mir bitte noch 70 Cherries. Trade. So, und jetzt lasse ich die verschwinden, wenn du verschwinden willst. Wo hat es gerade angefangen zu brennen? Ah, da ist ein Orchard fertig. Fangen wir wieder von unten an. Chestnut. Pear. Peach. Und wo brennt's? Natürlich hat die Taverne angefangen zu brennen. Wer von denen hat die Taverne angezündet? Ihr Schweine. Rebuild und Rebuild. Und der eine ist jetzt natürlich arbeitslos, weil er keine Taverne mehr hat. Wo haben wir denn? In Alki, im Brewer, da mein Brewer. Wir haben schon genug Arbeit für die, keine Sorge. Werter Herr Braumeister. So, damit sind 108. Dann gib mir bitte noch 108 Cherries. Ich tue den jetzt einfach als Lager nebenbei verwenden. Ich brauche nämlich das ganze Essen. Da gehe ich auf 10-fach Speed wieder. Wir traden den jetzt leer. So viel kann ich sagen. Weil wie gesagt, ich brauche Essen. Ich brauche wirklich einfach Essen. Ja, Reserve of Food is low, das ist mir klar. Ich will da jetzt einfach nur einen vierten drin haben, da tun wir die Laborer wieder auf das da, dass wir 10 Laborer haben und genug Bilder, um den Rest zu machen. Jetzt haben wir im Early Spring 103, 118. Machen wir es dann gleich richtig. Gib mir bitte 236 Pumpkins. Also zwar zu viel. Trade. Oh, da haben wir jetzt nochmal 180. Dann gib mir bitte nochmal 360 Pumpkins. Nochmal 17. Machen wir gleich 36. Gehört Ale auch zu Futter? Nein. Fisch gibt man einfach. Oh, nein, damals zeige ich einen Krieg. 142. Dann gibt man bitte 284 Fisch dafür. Ich dachte am liebsten, von dem ist das komplette Ding her. Und der soll ein Feuerholz eine holen, weil das bringt's mal 4. So, warte. 155. Fangen wir jetzt von oben an, dass wir. 310 Onions, bitte. So. Ich muss jetzt stoppen, weil ich bin zu langsam im Tippen. God damn it. 126 habe ich gesagt. So, jetzt muss ich kurz schauen, ob da unten irgendwas wieder... Ah, ja, da ist Zeug fertig. Early Summer, okay. Ich tue da mal wieder... Ich hab da wieder von unten angefangen. Ich glaube, ich war bei Pear, Peach, Pecan, Cherry. Fangen wir da einfach von unten an. Squash haben wir, Pepper haben wir, Potato, Bean, Pumpkin. Pumpkin war es jetzt nicht. Aber Wheat und Cabbage habe ich glaube ich gerade vorher als vernichtet. Deswegen nehmen wir da jetzt mal Wheat und Cabbage.
Und bei dir nehmen wir Pumpkins. So. Wir haben jetzt aber zu wenig Arbeiter dafür. Wir brauchen 20 Leute da drinnen. So, wenn wir aus der Hungerkrise wieder rauskommen, dann ziemlich gestärkt für die Zukunft. Weil dann haben wir eine völlige Überproduktion von allem, was wir da haben. Da haben wir noch was. Wo war ich gerade davor? Ich glaube bei Cherry. Dann nehmen wir da wieder Pflaumen. Dann brauchen wir aber dann nochmal 3 Leute dazu. So, und bei dir beim Traden haben wir auch wieder was reingekriegt, erwähnt. 27 und dann nehmen wir einfach da die 54 Onions da während. So. Und du bleibst jetzt da, du bist gerade mein Lifeline, wenn man so will. 9 Loks, okay. Die traden auf die 6 vollen Wänder, dass das noch schneller geht. Ich bin echt so langsam zum Tippen. Bleib stehen. So, 87. Ich hab ja gesagt, von oben weg. 174. Trade. 102. 174. Oh wow, jetzt geht's aber ordentlich dahin, wenn ich die ganzen Trader voll hab. 194, dann nehmen wir da 348 Trade. Das haltet mich gerade so am Leben, der Trader. Der Trader ist gerade zum perfekten Zeitpunkt gekommen. 95. Dann haben wir da halt Onions 190. Trade 18 mehr. Wenn sie dann irgendwann anfangen, Feuerholz reinzutun, war ich noch voll zufrieden. Irgendwer hat Hunger. Tut mir leid, dass du gerade Hunger gehabt hast, aber du hast schon dann auch wieder was Gutes zu essen. So, 30. Das geht jetzt gerade alles Schlag auf Schlag. Ich bin auf 2000 Essen. Ich bin im Early Autumn. Ich krieg gerade wieder Essen einer übers Ganze. Der Händler steht jetzt schon seit einem Jahr da und tut mir nur Essen verkaufen. Das ist ein sehr sympathischer Händler. Man muss aber sagen, er macht ja auch gerade Umsatz mit mir noch und nöcher. Jetzt geht's auf 188 hoch. Goddammit. Dann bitte gib mir 376 von dem da. Nochmal 27. 36. Nehmen wir da mal 72 Sherrys nebenbei wieder. Mein Essen geht nach oben. Ich muss das jetzt glaube ich noch ein Jahr lang durchziehen, dass ich da noch und nöcher Zeug verkauf. Oder Zeug einkauf, besser gesagt. 402 Cherries nehme ich da mal. Damit sie ein paar Vitamine wieder kriegen und gesund bleiben. Ja, der Reserve of Food ist low. Ich weiß. Sehr low sogar. So, Moment, jetzt schauen wir da unten wieder. Da werden sollten die Sachen fertig sein. Passt. Da kommen. Da kommt Kettle eine. Das Kettle von da tun wir splitten. Da haben wir jetzt dann. Potatoes sind gut. Da haben wir dann jetzt nochmal Wheat, nochmal Cabbage, weil ich glaube, dann haben wir bald alles doppelt. Dann nehmen wir Bohnen und bei dir haben wir was davor gesagt, ich glaube Walnüsse, wir waren da gerade wieder da irgendwo in der Nähe. So, jetzt brauchen wir wieder Leute, die da drin arbeiten. Okay. Ah, und ich brauche Herdsmen. 2 Herdsmen dazu.
Das heißt, Bauern ist gerade jetzt eh wieder. Da ist jetzt eh alles aufgebaut. Ich brauche gerade so. Ich brauche gerade keine Bilder, ich habe gerade keine Bildjobs. Nein, 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 du da oben vor. Ich habe zu früh wieder auf Leertaste gedruckt. Okay. Wir kämen mit dem Essen nicht durch den Winter. Ich habe gerade meine Leute gekillt. Durch einen zu schnellen Finger-Push. Nein! Vom Arwen, da brauchen wir noch wen für die Taverne. The reserve of locks is low. Ja, ich habe gerade alles davon weggetradet bis zum Umfallen. Ich habe nur 1000 Essen. Auf über 400 Leute. Denen alle auch noch körperlich arbeiten und aktiv sein und alles. A reserve of locks ist mir gerade voll wurscht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben da noch einen Gatherer dazu. Ich kann halt auch noch einen Hunter bauen. Irgendwo hin. Bringt aber auch gerade nichts. Boah, wie ich gerade unten auf dem letzten Rest um eine Kirchen tue. Ich glaube, die da retten mir gerade so das Leben, die Hühnchen vor allem. Die da sind nämlich noch nicht ganz voll. Wir sind im Early Spring. Jetzt wird so viel mehr Zeug angebaut. Überall. Die Felder da werden alle zusammen aber nicht fertig werden, weil ich habe da zu wenig Häuser dabei. Da kann noch ein paar Häuser einer und so weiter. Mit dem Spring, ich bin gerade echt am. Man kann sagen, ich bin da am Zittern. Aber die Dinger schauen aus, wenn sie. Ja, die haben das ja schon Harvest. Ja, die ersten Leute fangen jetzt an hungern. Beziehungsweise die ersten Häuser haben jetzt kein Essen mehr. Da herunten wird es dann schlimm werden. Yep. Und jetzt kämen auch noch Nomaden. 70 Nomaden werden einer gehen. Für die Zukunft war das cool. 70 Leute einer kriegen. Leute, wo tun wir die hin? Sie warten im Moment nicht einmal direkt arbeits-, also nicht einmal direkt wohnungslos, weil ich zwei Auffanghäuser habe für die. Ja, da noch ein paar Häuser, da noch da zwei, drei Häuser, einer. Das machen wir jetzt schnell. Da gerade eins, zwei. Mach mal 4. Na, ich kann rechnen für jedes Feld ein Haus. 1, 2, 3. Da ziehen wir die Straße jetzt noch eine. Und ich muss es gerade stoppen. Weil sonst bin ich viel zu langsam. Da machen wir nachher noch eine Straße ober. Machen Häuser dazu. Jetzt habe ich gerade zu weit gezogen, die Straße. So. Da noch 3 Häuser. Das rotieren wir mal. Einmal, zweimal, da machen wir eins nach oben, dreimal. Okay. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, wir haben da jetzt wieder genug Häuser für alle Dinge. Also da wohnen überall Live Farmer und Herdsman Light. Das ist okay. Da ist auch noch ein bisschen was. Da habe ich mir sowieso alles gut. Das habe ich ziemlich gut gebaut, finde ich, mit den ganzen Häuser überall drinnen. Aber ja, da jetzt sowieso gerade eine Todeswelle auf mich wartet. Sagen wir einfach ja. Weil mehr kann ich auch gerade nicht machen. So, jetzt habe ich aber 50 Laborer, mit denen ich gerade nicht weiß, was anfangen.
Merchant has arrived at the trading post. Nein! Das ist der Seed Merchant. Ich brauche keine Seeds mehr. Dismiss. Mit seinem Early Summer Essen ist mehr als nur knapp. Ich frage mich gerade, kann ich da Fischerhütten einsetzen? Lass mir das mal ganz kurz ausprobieren. Yep. Dann setzen wir da nämlich so zwei Fischerhütten einer. So, so und machen wir auf der Seite noch eine. Weil dann tun wir da einfach jetzt wieder, keine Ahnung, 20 Leute im Bilder einer. Weil Laborer haben wir ja genug. Und schauen wir mal, was wir dann mit den Fischerhütten anstellen können. Ja, wieder weiter mit uns im Text. Aber irgendwie schaffen sie es, überall noch Essen aufzutreiben. Grad und grad. Oh, na, jetzt sind die Ersten, was auf Starvation sterben. Obwohl ich noch Essen habe. Aber das wird jetzt dann gerade ganz böse. Okay, wir haben keine Heimatlosen mehr. Aber jetzt haben wir gerade die Hungerwelle des Todes. Es ist Late Summer. Im Herbst kriegst du es alle wieder zu essen. Hetz Herz, steht langsam auf, dass die Leute am Hungern sein. Na, immer noch. Warum auch immer jetzt einer wieder heimatlos ist, aber das weiß ich noch nicht genau. Das Einzige, was jetzt nicht weggehen darf, seien die Farmer. Die 100 sonst was Farmer. Jetzt ist Herbst. Holt die Ernte ein, ihr Vollkoffer. So, ich habe jetzt gerade keine Miner mehr. Ich habe keine Stonecutter mehr. Und die Leute sind jetzt hoffentlich so weit, dass sie Essen einer kriegen. Ja, passt. Essen geht nach oben. Die Leute haben wieder zu essen. Das hat meiner Population jetzt einen Schlag gegeben. Das glaubst, gibt es. Okay. Aber Miner und Stonecutter brauche ich gerade gar nicht so viel, weil ich gerade Reserven habe. Forester kann nicht ja von den 20 die Hälfte über, also da tue ich die Hälfte über und da lasse ich aber glaube ich auch die Hälfte herunten. Okay, und Heads, ja, Reserve of Food is low, ja, das ist klar. Dem nächsten Typ werde ich einmal alles abkaufen da oben, dass ich einfach wieder einen Puffer kriege. Ich hoffe, der kommt dann auch und warte, ich sollte aber einen Miner und einen Stonecutter mehr tun, gerade damit er wieder alles läuft. Aber ich bin noch nicht über den Berg drüber. Weil ich habe großteils Orchards gebaut. Die brauchen 2-3 Jahre zum Anlaufen. Merchant has arrived at Trading Post. Na, ich brauche kein Livestock, ich brauche Essen. Give me food. Aber du bist voll. Die haben wir ja auch nicht mehr gesplittet. Da herunten. Du bist fast voll, du bist voll.
Das heißt, du und du bist auch voll. Ja, bis auf einen, zwei. Du bist auch am Werden. Okay, wem ist kalt? Aber wir haben Feuerholz und warme Hütten. Die zwei Studenten haben kein Essen im Haus. Wie studententypisch. Aber ja, die Folge war jetzt spannend, würde ich mal behaupten. Und ich habe mir Mühe gegeben, jetzt so viele Leute zu bringen, wie es geht. Aber ja. Schauen wir mal, ob wir nächste Folge dann über den Berg sind. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das war's schon wieder von den Kamerale. Ciao, ciao.